Guten Morgen Europa. Ich drehe das Video zwar gerade nicht mehr ganz so zur Morgenzeit, aber nichtsdestotrotz willkommen zu einem neuen Video, Thema Europa und der Europawahlkampf. Denn ich habe mal wieder einen Gast und zwar die liebe Delara aus Schleswig-Holstein. Moin. Delara, magst du vielleicht kurz mal sagen, wer du bist, was du machst? Ja, ich bin die Lara, ich bin 26 Jahre alt, bin im Bundesvorstand der Jusos für Internationales zuständig und ich kandidiere für die SPD bei der Europawahl. Kandidieren für die Europawahl. Was hat dich dafür bewegt? Ich meine, das ist ja irgendwie schon eine große Entscheidung. So, und was genau sind so deine Motivationsgründe? Ja, also unsere Generation ist in einem Europa aufgewachsen, was geeint war. Die Europäische Union war immer da. Ja, und also ich weiß nicht, so Kleinigkeiten, ne, dass ich mit dem Euro rechnen gelernt habe, dass ich eigentlich nur merke, wenn ich nach Dänemark in den Urlaub fahre, dass die Straßen besser sind, weil es keine Grenzkontrollen gibt. Und ja, also es war halt immer nicht genug mit der Europäischen Union, aber es war auf jeden Fall immer gut, dass es sie gab. Und diese Gewissheit ist momentan weg, so bei Kurz, Salvini, Orban oder wie sie alle heißen, die wollen halt mit voller Kanne zurück in den Nationalstaat, haben dabei überhaupt keine Lösung für irgendein Problem, was es in Europa gibt. Und ja, das motiviert mich da gegenzuhalten. Und ich glaube, das ist eben auch eine Aufgabe von unserer Generation, eben zu erzählen, wie Europa sich jetzt weiterentwickeln muss. Das ist es ja definitiv, also gerade junge Generationen. Am Freitag waren ja die riesige Fridays for Future Demos, du warst auch in Chemnitz mit dabei. Was denkst du denn, warum ist Europa gerade für unsere Generation so wichtig? Na, weil wir dadurch, dass wir Europa, also immer ja, Europa um uns herum hatten, wissen wir, dass Europa auch in der Lage ist, viele Probleme zu lösen. Also gerade bei Fridays for Future gehen die Leute ja nicht irgendwo hin. Also die gehen ja vor die Ministerien, die gehen also vor Gebäuden, wo Politik gemacht wird, weil die halt wissen, dass da Lösungen drinstecken. Und gerade in Fragen von Klima brauchen wir halt gemeinsames Vorgehen. Na klar, überall vor Ort muss irgendwas getan werden, aber die großen Rahmenlinien und also gerade bei Klimafragen braucht es eben gemeinsame Anstrengungen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und dafür braucht es eben Europa, das einen Rahmen setzt. Auf jeden Fall, wenn du sagst, so dein Europa, wie würde das aussehen? Was würdest du gern ändern? Oder vielleicht, was sind auch so die Themen, die dich besonders bewegen in deinem Wahlkampf oder generell? Ja, also ich glaube, Leute, die momentan für Europa werben, die haben schon ein paar Dinge, die sie erstmal erklären müssen. Also niemand kann so richtig erklären, warum es möglich ist, für Großkonzerne wie Amazon oder Google Milliarden zu scheffeln in Europa und kaum was beizutragen, also weniger Steuern zu zahlen als irgendeine kleine Buchhandlung. Und gleichzeitig sind aber Millionen Jugendliche ohne Perspektive und ohne Arbeit. Und dann haben wir irgendwie als Gründungsprinzipien die Achtung der Menschenwürde. Also darauf basiert ja eigentlich die europäische Identität. Und dann sterben täglich Menschen vor den Küsten Europas. So, das sind Dinge, Ungerechtigkeiten, soziale Widersprüche, die müssen wir auflösen, damit ja, wir wieder für Europa begeistern können. Du hast vorhin schon gesagt, also wir haben schon geredet über so unsere Generation in Europa. Wir merken, glaube ich, gerade, dass junge Menschen viel politisierter sind, gerade auch, also weil Europa gefährdet ist durch den Rechtsruck, den es in der Gesellschaft gibt, merkt man auch durch den Klimawandel, dass es junge Menschen politisiert. Hast du denn so einen Tipp, wie junge Leute sich einbringen können, sich einmischen können, auch Mitspracherecht einfordern können? Also ich glaube, erstmal muss Politik ganz viel an sich ändern, um eben diese Mitsprache zu ermöglichen. Also ich bin Teamerin in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit und ein Zitat, was ich da irgendwie erlebt habe, was mir so prägnant im Kopf geblieben ist, es war ein Schüler, der gesagt hat, immer wenn wir über Europa reden, dann kommt da so Klugscheißerwissen darüber, wie die Institutionen funktionieren. Aber das begeistert halt nicht für Europa. Wir müssen, glaube ich, gerade da anfangen. Also wir müssen Europa erstmal erlebbar machen für junge Menschen. Da ist Erasmus eine riesige Chance, was viele gar nicht wissen, weil es irgendwie immer so mit Studium verbunden ist, dass eigentlich auch dafür gesorgt werden müsste, dass mehr Azubis daran teilhaben können. Definitiv. Das sind momentan nur 1% der Azubis, die überhaupt über Erasmus eben auch ja, Europa selber erfahren können und diese Zugänge zu Europa ermöglichen für alle und nicht nur für die, die privilegiert sind. Das ist ein großer Anfang. Und ich selber möchte auf jeden Fall auch über soziale Netzwerke immer viel über meine politische Arbeit ja, informieren und ja, auch Fragen beantworten, die sich dann stellen, weil Europa ist nun mal super kompliziert.
Das kann ich mir vorstellen, dass vor dem gleichen Problem stehen wir ja mit Landespolitik genauso. Deswegen gibt es ja auch unter anderem diesen Videopodcast. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Delara, dann könnt ihr die jederzeit in die Kommentare schreiben. Ich leite die weiter, Delara wird die beantworten. Ich verlinke euch auch die Seite und verschiedenste Kanäle von Delara unten rein. Dann könnt ihr auch selber nochmal nachgucken. Delara, du wirst ja bis Mai quasi jetzt unterwegs sein, wahrscheinlich im ganzen Ja. Bundesgebiet für Europa werben, für die SPD werben. Und genau, da sehen wir uns ja dann vielleicht auch nochmal wieder. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ist auf Sag jeden Fall Bescheid. cool, dass du da warst, Gerne. hier im Gespräch. Und nicht vergessen, am 26. Mai dieses Jahr sind Europawahlen. Die sind super wichtig, weil es geht darum, dass wir Europa nicht verlieren. Und da brauchen wir auch eure Stimmen für.